Hey ho, Freunde, wir haben 6 neue Tiere in unserem Zoo. Was habt ihr denn gedacht? Die Tiki-Taka-Tuka-Äffchen, deren Name ich mir nicht merken kann. Und rote Waris, ja, die leben jetzt gemeinsam in einem Gehege, was ich in der Zwischenzeit gebaut habe und euch natürlich gleich vorstellen werde. Aber hauptsächlich werden wir uns heute um das Großprojekt Wüstenhalle kümmern, denn da ist mir heute irgendwie nach. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ihr guckt's euch an, ihr bleibt dabei und habt viel Spaß. Das sieht ja schon mal richtig unfertig aus. Kein Wunder, wir haben ja auch noch nicht wirklich an der Wüstenhalle gearbeitet. Das ist schon etwas her, dass ich sie hier in den Boden gestampft habe, nochmal etwas an die richtige Stelle geschoben. Ja, und wir hatten schon darüber gesprochen, dass ich mich jetzt doch eher für ein recht schlichtes Layout entscheide, auf quadratischem Grundriss, nicht irgendwas Rundes oder so. Das wird mir ein bisschen zu fett. Und ich glaube, wir kriegen es auch so ganz schön hin. Und zwar habe ich hier ja etwas an der Fassade gearbeitet, um mal herauszufinden, was denn ganz hübsch ist. Bei dem Türmchen hier auf der Ecke bin ich mir noch nicht wirklich sicher. Aber der Rest gefällt mir schon mal ganz gut. Und wisst ihr, es macht auch keinen Sinn, jetzt noch stundenlang und so immer wieder was dran rumzuschrauben, was zu verändern. Wenn man das jetzt hat und es gefällt einem ganz gut, dann kann man das auch einfach mal zu Ende bringen. Wie machen wir es am besten? Ja, ich habe hier nur so ein kleines Stück Wand entworfen und mir das dann hier als Blueprint gespeichert, um es an andere Stellen relativ simpel hinkopieren zu können. Und wie macht man das genau? Das ist recht einfach. Man kann also aus allen Gebäuden, die man so hat, auch Einzelteile rauskopieren, indem man diese Sachen markiert. Erstmal öffnet man natürlich die Gruppe, so, und dann kann man vielleicht von oben am besten, so, einfach die Maus halten und hier so einen Bogen drin rumziehen. So, das war schon, sogar schon ganz gut. So, nochmal gucken, ob alle Teile markiert sind. Sonst könnte man auch mit Shift-Taste hier so eine Einzelauswahl machen. Ja, und jetzt trennt man das hier einfach. Auswahl von Gruppe trennen. Und nun kann man das auch als Bauplan speichern, dieses Markierte. Ihr seht, das ist hier nicht ganz gelungen, da habe ich nicht aufgepasst. Brauche ich auch nicht machen, ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, falls ihr es nicht wisst, wie es geht. Ne? Dann kann man es als Bauplan speichern und hier eben aus der Liste wieder irgendwie abrufen. Einfach hier unten Baupläne auswählen und hier meine Baupläne drücken. So ein bisschen filtern und da habe ich das Wüstenhallen-Fassaden-Dingens. Ja. Wobei es ist möglicherweise sogar wesentlich einfacher bei so einem Gebäudebau, dass man Einzelteile hier markiert und dann einfach kopiert. Dann bleibt man auch innerhalb der einen Gruppe und muss nicht so hin und her fummeln. Jedenfalls, das ist so ein Verfahren bei größeren Gebäuden, was ich natürlich anwende, damit man nicht so tausendfach immer die gleichen Arbeiten erledigen muss. Wir machen jetzt an dem Gebäude weiter, aber bevor wir das machen, nochmal wie gewohnt ein kleiner Rückblick, eine Rekapitulation über die Sachen, die ich seit der letzten Folge erledigt habe, denn da sind ein paar schöne Sachen dabei. Der große Stall für die Giraffen im Safari-Gehege sieht inzwischen so aus. Den Anfangsbereich der Safari-Tour habe ich ausdekoriert und auch die Mitarbeitergebäude Afrika-Dorf-mäßig getarnt. Und die roten Waris und die Katas, jetzt ist mir auch der Name wieder eingefallen, haben von mir ein richtiges Wohlfühlparadies bekommen. Alles selber gebaute Klettergerüste, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch so mancher von euch hier noch sehr gerne drauf rumklettern würde. Also ich glaube, ich könnte es nicht lassen. Ich müsste hier auch so ein bisschen, vielleicht nicht gerade da oben ins Heu legen, aber ein bisschen rumklettern. Ne? Also es ist hier dieses kleine Gehege, was wir auch beim letzten Mal noch angeguckt haben. Auch hier haben wir noch eine kleine Schmuddelecke, vielleicht beseitigen wir die jetzt mal gerade, wo wir gerade so zu Gange sind. Ihr seht auch, der Zoo ist immer auch geschlossen, ist also nichts los hier, ne? Aber man kann sich dann trotzdem ja um die Tiere kümmern. Das ist ein bisschen stressfreier. Ja, hier solche Flächen, wo ich mal einen Hügel drauf machen oder sowas, damit das etwas natürlicher aussieht, nicht alles so flach. Und den jetzt auch schön begrünen, möglichst allerdings mit Pflanzen, die auch hier im Gehege sind. Damit wir, ich glaube, dann nehme ich diese Bäume hier, die sind ganz gut. Aber weil ich die gerne so unheimlich nah am Zaun baue und dann ragen halt die Blätter so dadurch und wenn das die falsche Pflanze ist, dann kann sich das negativ auf die Tiere auswirken, auf die Bewertung des Geheges. Ja, die Wölfe heulen auch schon wieder im Hintergrund, jetzt hören wir die auch mal wieder. Wo sind die denn? Die sind hier vorne. Ah.
Ja, inzwischen bin ich nochmal durch die Liste gegangen hier unserer Tiere. Und das ist sehr praktisch im Grunde. Da kann man wirklich einen schnellen Überblick erhalten über die ganzen Tiere, die man hat und auch welche sich so unheimlich vermehrt haben. Und dann entsprechend mal ein paar verkaufen oder die hier die Pille für den Mann verteilen. Das ist das Beste, was man machen kann. Denn wenn der Mann nicht kann, ne, dann passiert da eben auch nichts. Und die können ja trotzdem ihren Spaß haben. Zum Beispiel hier, guck mal, wie viele Tiere wir haben. Wir haben so viele Wölfe. Komm, wir müssen mal ein paar freilassen. Klar, ein Riesenrudel, aber ich glaube, das Gehege ist nicht groß genug für so viele Tiere. So, hier zum Beispiel der alte Pendle, der ist schon über 12 Jahre alt. Ich glaube, der kann sowieso nicht mehr. Ja, brauchen wir dem auch keine Pille geben, aber hier könnte man vielleicht noch so ein erwachsenes Weibchen mal eben freilassen. Ist da wieder etwas mehr Platz im Gehege. Aber das kann man gut machen mit dieser Liste. Sonst ist es doch sehr unübersichtlich, wenn man jetzt die Gehege so abläuft und die einzelnen Tiere so anklickt, da, das klappt irgendwann nicht mehr. Ne? Ich weiß nicht, dieser Hügel sieht im Grunde schon ganz gut aus. Man muss ja nicht überall alles vollklatschen. So wirkt er eigentlich auch schon ganz gut. Machen wir es lieber mal so, dass wir jetzt endlich wieder rüberfliegen zu unserer Großbaustelle hier. Und zwar, pass mal auf, hier an dieser Seite können wir auf jeden Fall mal die Wand wegbrechen. So, jetzt stelle ich gerade fest, das System, was ich euch vorhin groß und breit erklärt habe, so ganz stolz, das ist in meinem Fall jetzt gar nicht so hilfreich mit dem Blueprint und so. Es ist besser, ich kopiere hier mal meine Teile. Also markieren, was ich brauche und dann einfach kopieren. Das eine Wandstück in dem Turm war schon genau richtig. Das brauche ich nämlich hier auch noch. So passt das genau dahin. Zack. Okay, jetzt muss ich das gleiche nochmal machen. Aber ich habe hier jetzt einen Teil zu viel markiert. Da muss man die Steuertaste festhalten und dann klicken. Und dann hat man das wieder deaktiviert. Und nochmal ein kurzer Blick. Ich denke mal, das sollte hinhauen. So, prima. Ich denke mal, die kann man so machen und das wird sicher ganz schön hinterher. Wie gesagt, ne, einfach mal loslegen, keine Ahnung. Das bringt nichts, da jetzt noch tausendfach irgendwelche Teile zu ändern. Einfach mal durchziehen. Natürlich kriegen wir hier vorne noch ein schönes Eingangsportal und da hinten soll es dann wieder rausgehen. Das ist etwas anders, als wir das ursprünglich geplant hatten. Das Gebäude stand dann noch etwas anders. Da wollte ich dann hier so kreuz und quer den Weg durchführen und dann da wieder raus. Aber ihr seht ja schon selber, hier kommt dann lieber der Mitarbeiterweg rein. Was da hinten passiert, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht einfach nur ein Erker mit Shops. Irgendwie so eine kleine Terrasse, wo Leute sich hinsetzen können. Mal gucken. Auf jeden Fall hier die Ecke. Da bauen wir ein Gehege hin. Und zwar gab es da schon vor einer Weile mal den Wunsch in den Kommentaren. Vielen Dank an der Stelle auch immer für eure Wünsche und Kommentare und Tipps und Tricks und keine Ahnung. Ja, dass ich mal ein begehbares Gehege baue. Das ist natürlich cool, aber ich wusste nie, welches Tier ich nehmen sollte und außerdem hatten wir so viel zu tun. Ich habe ja so eine Liste von meinen Projekten, die ich der Reihe nach so abarbeiten wollte und jetzt fiel mir ein, Mensch, das sind ja Trampeltiere, die ich hier reintun will. Ist ja die Wüstenhalle, da passen die ja super hin. So, und das liegt doch nahe, dass man bei den Trampeltieren vielleicht ein begehbares Gehege einbaut. Dass ich wie immer jetzt erst einmal grob hier hinklatsche, wie es später mal verlaufen könnte. Eigentlich wollte ich das so halb rund machen. Machen wir hier mal die, dass wir die Wand treffen. So, und jetzt gehen wir nämlich auch noch ein bisschen nach draußen. Das soll also so ein halboffenes Gehege sein, was halb im Gebäude ist, aber dann eben außenrum ja eben auch noch so einen Außenbereich hat. Ich nehme immer gerne diese 5-Meter-Stücke an den Zäunen, da kann man auch ganz gute Kurven somit machen, relativ schnell. So, und dann sind wir einmal rum. So, was wir jetzt machen müssen, das ist, wir müssen spezielle Türen nehmen, da gibt es diese Gästetore. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch nur so. Ach, vielleicht passt es gut hier vorne in die Mitte. Das kann man vielleicht machen. Ja. So. Dass die Menschen da reinkommen. Jetzt weiß ich noch nichts. Das sieht so aus, als müsste ich innen dann auch einen Weg anlegen. Das ist cool.
Da können wir nämlich, ach, da können wir doch diesen einen Weg nehmen. Den fand ich auch im Planet Coaster damals schon immer so schön. Moment mal, wo haben wir den? Haben wir den überhaupt hier? Ja klar, hier diese natürlichen Wege. Mal schauen, wie die aussehen. Ja, genau, passt ja super. Das passt ja perfekt. Vielleicht ist das ganz gut, dass wir hier einen kleinen Rundweg bauen. Wie gesagt, Leute, ne, ob das jetzt wirklich so bleibt, das fummel ich mir hinterher noch zurecht. Wir machen auch sicher mal eine etwas schönere Folge. Jetzt nicht nur diese kleinen Rekapitulationen, die ich euch so zeige, sondern dass wir auch mal uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, die Sachen mal im Betrieb auch anzugucken, klar. Aber das ist hauptsächlich für mich eher so ein Bauspiel, wo ich hauptsächlich bauen möchte. Bin ja auch mal froh, wenn ich euch auch ein bisschen Anregungen geben kann. Gut, das wäre doch was, ne? Komm, hier können wir mal vielleicht direkt mal einen Sandboden reinmalen, dann sieht das alles noch besser aus. Groben Sand. Und feinen Sand. Oh, der feine Sand ist genau der gleiche Sand wie die Wege. Ist ja klar, eine Wüste ohne Sand, ne? Ja, obwohl, es gibt ja auch so Steinwüsten. Oder in Satisfactory gibt es auch ganz viele Wüsten. Da gibt es die Steinwüste oder die Dünenwüste, in der ich gerade noch zugange bin. Jetzt, wenn ihr das Video neu seht. Müssen wir mal gucken. Auch ein schönes Spiel. Ja, aber ich glaube, so können wir das lassen, dass das so ein Rundweg ist. Nicht zu wild, ne? Und da muss ja noch ein Stall irgendwie rein. Und keine Ahnung, vielleicht muss ich es doch noch mal ein bisschen ändern. Aber ein Rundweg gefällt mir eigentlich ganz gut. Statt einfach hier rein und da hinten wieder raus oder so, ne? Und ich hoffe auch, dass die Tiere mit dieser Art von Tor zurechtkommen. Habe ich jetzt also diese großen Bögen gebaut. Ja, ich hoffe mal einfach, dass das geht. Leider gibt es nur dieses Glas. Diese Glassorte als großen Bogen. Ja, und alle anderen Materialien habe ich mal durchgecheckt. Mal gucken, vielleicht hatte ich auch wieder einen Filter an. Also ich kann mir das meistens nicht so vorstellen. Warum gibt es jetzt nur aus diesem Material die großen Bögen? Die sind ja so praktisch, ne? Ja gut, solche Ecken hier, das müssen wir jetzt nicht machen. So Reparaturarbeiten, das Gebäude steht ja sowieso noch nicht richtig. Lass uns lieber mal gucken, wie wir hier weiterverfahren mit den Wegen, wie die so verlaufen könnten. Hier wieder Toilettentrick, ne? Toilette hingehängt im Gebäude hier. Damit der Weg da schön gerade dran ist. So, und ihr seht schon, hier starten wir etwas höher. Und da oben soll es dann auf Bodenhöhe, da hinten soll es dann auf Bodenhöhe weitergehen. Hier soll also noch ein richtig schönes Gelände rein. Ich versuche jetzt mal Folgendes. Das soll also ein kleiner Spazierweg werden. Hier könnten wir mal gucken. Ah, ich habe auch ein kleines Vorbild für die Halle, kann ich euch mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon gesprochen habe, aber vom, wie heißt er? Burgers Zoo in Arnhem in Holland. Die haben da auch so ein Wüstenhaus. Ich bin ewig nicht da gewesen im Zoo. Ich glaube, ich habe wirklich schon mal davon gesprochen. Auf jeden Fall das Wüstenhaus und das, die haben auch so ein Ozeanhaus und so. Ist richtig cool. Und ein Tropenhaus, glaube ich, auch noch. Also das ist ideal. So, hier ist cool. Hier bauen wir nämlich eine Terrasse oben hin. Da kann hier dann eine Treppe hochführen. Das machen wir jetzt nicht, sondern hier soll es jetzt erstmal krumm und schief so weitergehen. Genau so. Und jetzt möchte ich mal gucken, wo wir ungefähr sind. Oh, wir haben schon noch mehr Platz, als ich dachte. Das ist gut. Aber jetzt möchte ich hier mal schauen, ob ich das Gelände irgendwie geschickt hier anpassen kann. So dass es nicht mehr so brückenartig aussieht. Das ist nämlich jetzt schwierig, wenn ich jetzt schon den Weg gebaut habe. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Ja, wir haben ja so viele Möglichkeiten, dass ich mir jetzt hier gerade ausdenke, wir machen verschiedene Areale. Hier dieser Weg ist eben so stegartig und verläuft zwischen so einem Canyon, keine Ahnung hier. Und an anderen Stellen bauen wir dann eben normalen Hang oder normalen Hügel, wo dann der Weg genau drauf ist. Hier auf der anderen Seite vielleicht, dass wir das so ankippen. So, dann sollen da unten natürlich auch noch
Vivarien hin. Und überhaupt, es soll einfach nur eine schöne dekorative Halle hauptsächlich werden. Die Trampeltiere da drin und eben noch ein paar Vivarien mit Schlangen und was in der Wüste so rumkreucht und fleucht. Und eine coole, interessante Wüstenlandschaft. So, und hier machen wir nämlich so einen Bogen. Das habe ich die ganze Zeit schon vor und das klappt nicht so wirklich. Und das soll dann, ist dann ja alles und überdacht, ne? Das stelle ich mir hinterher total cool vor. Ich glaube, von unten nach oben wieder arbeiten, dann geht das besser. Ich traue mich jetzt natürlich nicht auf 100% zu schalten, den Pinsel, aber da haben wir es doch auch schon. Guck mal, ist doch überhaupt kein Problem. Gut, etwas höher. Nicht vor die Fenster, aber doch schon recht hoch an der Wand lang. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. So, pass auf. Haha, perfekt. Perfekt, das gefällt mir schon ziemlich gut. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen Felsen. Raue Felsen unten, ja. Leute richtig Angst haben, da vom Weg zu fallen. Ja, den sollten wir vielleicht mit einem Geländer versehen. Obwohl ich finde das eigentlich cool ohne Geländer. Ja, das ist ein bisschen unglaubwürdig, ne? An so einer Stelle. Das ist nicht so... Ja, rauer Sand ist, glaube ich, besser. Eher angesagt hier. Bloß nicht so viel Grün. Eigentlich gar kein Grün mehr. Aufrauen. Sieht auch immer noch besser aus, wenn man diesen Aufrauenpinsel verwendet. Wird alles nochmal etwas natürlicher. Klar, es wird irgendwie hier wieder die Textur übermalt, aber ist ja nicht schlimm, habe ich wieder irgendwie eine falsche Einstellung gehabt. Aber was soll's? Was soll's? Mal sehen, vielleicht bleibt sogar die Toilette da oben bestehen, dass wir die da so beibehalten. Ist gar nicht so schlecht. Aber das ist auch cool hier. Doch. Hier kommt wieder eine normale Wand vor. Da kommen, dann ballern wir hier jetzt auch noch das Geländer dran. Dann haben wir das aus dem Kopf. Wenn ich das nicht sofort erledige, ne, dann bleibt das wieder liegen. Kennt man ja. So. Und habe ich hier gerade eine neue Idee für die Ecke an der Fassade. Hier auch nochmal an die Stelle kopiert. Hier draußen werden wir das Gelände auch vielleicht nochmal etwas angleichen. Ihr seht, das ist hier so ein bisschen durch die Wand gekommen, was ich da innen moduliert habe. Aber das ist im Grunde nicht schlimm, weil es sieht eh natürlicher aus, wenn das Gebäude nicht so einfach auf flachem Boden steht. Sondern an der Seite ruhig nochmal ein paar Sachen rausgucken hier. Gucken, ob wir hier vielleicht so ein bisschen nacharbeiten können. Das sieht gar nicht so schlimm aus, wie ich erst dachte. Innen ist halt wichtig, da will ich nicht so viel kaputt machen. Wir schauen nochmal nach. Und zwar brauche ich hier nochmal diese Wände. Ich nehme wieder gestrichene Ziegel, das sind offenbar auch leider die einzigen Wandstücke, die man auch lackieren kann, notfalls. Also, so, da fehlt ja noch ein Stück. Und dann nehmen wir hier das Ding nochmal. So, man sieht ja auch, wie viele Bauteile ich hier so verwendet habe. Hier noch einen Balken drauf und da noch ein bisschen was dran, aber es geht. Ich glaube, es sind 5, 6 verschiedene Sachen oder so, das ist nicht so viel. So, das wäre jetzt hier eine alternative Ecke. Im Gegensatz zu diesem Türmchen. Vielleicht lasse ich auch jetzt beide.
Hier auf die Terrasse, ja, die würde ich dazu verwenden, da nochmal ein paar Blumen reinzustellen oder irgendwas. Was ich aber gut finde, ist, wenn man reinschaut, ne, von außen, da kann man schon sehr gut erkennen, wie es mal wird, wenn es fertig ist. Aber bis es fertig ist, das dauert noch ein bisschen. Das könnt ihr euch schon vorstellen. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt immer noch Lust drauf und bleibt der Serie treu. Läuft ja jetzt schon eine ganze Weile. Planet Zoo macht mir immer noch viel Spaß, auch wenn es nicht so wirklich häufig erscheint im Augenblick auf dem Kanal. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich auch noch weitere Spiele zocke, die sehr arbeitsintensiv sind. Und ja, auch mein Tag hat nur 48 Stunden. Außerdem kann dir diese Information sowieso egal sein, wenn du das Video in der Playlist guckst oder viel später. Erst sind aber jetzt ja, gegen Ende des Films immer so Zusatzinformationen oder tagesaktuelle Informationen für die Leute, die regelmäßig zuschauen. Und so sieht der Minenpark Eurozoo von oben aus. Aber Leute, mit diesem Blick aus der Vogelperspektive verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Bleibt sauber. Habt viel Spaß und lasst euch auch von nichts und niemandem Angst einjagen.